Was hatte der in der Hand? Jetzt sind wir schon wieder Master Chief, krass. Hier ist richtig zackig. Ihr Kumpel, wo will er hin? Zur Erde, um zu beenden, was wir begannen. Und diesmal bleibt keiner von euch zurück. Dieses Gebäude in der Stadtmitte ist ein Blutsväterschiff und Wahrheit ist dahin unterwegs. Wenn er die Allianzflotte zur Erde führt, hat sie keine Chance. Sie müssen ihn stoppen. Dieser Brute hat den Index und Miranda und Johnson. Er kann den Ring aktivieren. Tut er es, sprenge ich den Reaktor, der in Ember klett, wie bei der Autumn. Die Wucht zerstört die Stadt und den Ring. Nicht gerade originell, aber wir wissen, dass es klappt. Nein, ich will keine Fernzündung riskieren. Ich muss hier bleiben. Lol. Ja, so lande ich auch mal. Lol, Moment, Moment. Das war die Flat. Ja. Das ist jetzt aber uncool. Missverständnisse. Ja, vor allem mit der Kackwaffe, die wir haben. Ich finde die jetzt nicht so verkehrt. Die hat schon Durchschlagskraft. Seine Einzelschusswaffe. Ah, guck mal, wie viel Power die hat. Hast du gesehen? Ja. Okay, das war ein bisschen besser. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Na Moment, was? Wo müssen wir hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hasse die Flat. Die ist noch schlimmer als Affen. Ja, ich hab keine Weile mehr. Ah doch, oh mein Gott. Wieder weiter auf mich geschossen. Nee, aber ich habe eine Shotgun gefunden. Okay, Platz ist damit kein Problem mehr. Ich finde die Shotgun war sehr übel. Das stimmt. Mit einem Schuss oder so sind die weg. Mit einem Hubs sind die im Mund. Das ist unsere Generation. Das ist Werbung pur. Müssen wir eigentlich hier wieder rein? Das ist jetzt gerade gar nicht. Stimmt. Läuft. Mach doch mal. Aua, aua, aua. Vatana ist ein bisschen leise geworden, muss ich sagen. Boah, Affen mit der Shotgun. Alter, wie viel die Affen aushalten. Wie viele Shotgun-Schüsse die Affen aushalten, ist ja der Wahnsinn. Ist ja total affig. Ich glaube, das hier tue ich mal weg und nehme mal die Blutwaffe. Okay. Das war gut. So war geplant. Was ist das denn hier für einer gewesen? Oh, Bluti. Fluddy ist das ja gewesen. Ah, meine Shotgun-Muni, die geht schon wieder so zu Neige. Das ist so traurig. Aber hier kann ich eine Shotgun aufnehmen. Guck mal hier, da kannst du bestimmt eine Munition anbringen. Na, ah, sehr gut. Moment, wie macht man jetzt nochmal Licht? Ah, L1. Das ist ja echt nötig. Was ist denn hier los, ey? Keine Stromversorgung mehr bei der Allianz. Oh, hier geht's wieder nach oben. Komm mal! Hui! Bitte, du bist eben fort. Wahrscheinlich, ja. Ja, wie sollen die sonst nach oben kommen? Also entweder, entweder ich habe das einfach nur falsch in Erinnerung und weil wir keine Ahnung vom Spiel hatten, war das am Anfang so. Oder aber die Story nimmt im Laufe des Spiels sehr, sehr heftig Fahrt auf. Soll High Charity auch zu einem ihrer verödeten Baue werden? Ja. Also geht sehr, sehr schnell alles. Die Wechsel sind schneller, es passiert was. Alter Vater. Ich werde tun, was ich kann, um die Startsequenz zu verlangsamen. Aber in dem Schiff ist irgendetwas, eine Präsenz, die dagegen wirkt. Für ein Allianzkonstrukt ist es ziemlich eindrucksvoll. Oh geil, Flat Insekten. Oh Gott. Ist hier weg. Ist hier weg. Mach das Ding hier auf.
bin jetzt hier gelandet. Ja, hier geht's nicht weiter. Okay. Ach nee. Wie Gebiet nicht sicher. Lol. Oh, oh, ich glaube, ich habe eine Granate am Sack. Hast du die im Sprung abbekommen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Dude. Kein Feind hat jemals unserer Macht getrotzt. Auch die Flut wird versagen. Ich werde tun, was ich kann, um die Startsequenz zu verlangsamen. Aber in dem Schiff ist irgendetwas. Wieso schwebe ich hier? Achso. Ich glaube, ich gehe direkt weiter. Ich komme mit. Funktioniert nicht. Schmerzen. Schmerzen. Doch, doch, da hinten kommt. Hä, da hat sich beides aufgebaut. Jawohl. Da hatte ich Pech. Nein, man keine Shotgun mehr. Mein Leben ist zu Ende. Alter, Alter. Aua, Ruckel! Bitte machen Sie es nicht gemütlich. Oh ja. Lol! Das ist ja richtig übel gerade. Er kann doch sein, dass ich ein bisschen dazu beigetragen habe, dass du drauf gehst. Das ist ja ein bisschen unheimlich. Ups. Hier, wa? Mit dem ganzen Dunkeln und dem Flat. Komm, jedes Mal rein zugestürmt. Was ist denn für einer? Hinter dir ist ein Explosionstyp. Oh. Aua. Oh Gott, da kommt schon wieder einer. Oh Gott, da kommen ganz viele. Hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Wieso geht meine Lampe nicht mehr? Ah, geht doch. Muss ein bisschen kurbeln. Dann läuft der Hase auch. Opa, dat. Opa, Gangnam Style. Oh, du hast eine Shotgun, du Hure! Oh ja. Hey, wie die Boots. Ja, das stimmt. Gegen die Boots ist die echt nicht so krass, aber gegen die Flood ist die halt sehr, sehr effektiv. Aua! Was ist das denn? Aua! What the fuck? What the fuck? Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. LOL! Was geht denn hier ab? Alter, ich seh nichts mehr. Ich bin tot. Ich bin nur gerückt. Ich muss mir Schotte nehmen, wenn du überlebst. Hm, bestimmt. Zieh das mal rein. Ich weiß, da kommt einiges. Ah! Du bist wieder sicher, wie man merkt. Ah, total. Sicherer wird's nicht. Den jetzt immer langsam gut. Ich frage mich, wie das echt ist, dass der dich immer anvisiert und dir hinterher geht, ey. Das ist doch voll die Scheiße. Oh. Da ist einer vorbeigelaufen. Ich habe übrigens deine Shotgun nicht gefunden. Müsste eigentlich hier irgendwo liegen. Cool. Mit dir ist nicht jemand hinterher. Schießen weg! Jawohl. Hier sind ganz viele Tote, hier sind wir hergekommen, oder? Ja, wir müssen hier in die Richtung. Alter Vater, hier bringt die Lampe auch nicht mehr viel, das ist ja total krank. Ja genau, da bin ich gestorben. Vorne bekämpft sich, glaube ich, noch ein Ape. Der Schmarotzer hat die Blutsfelder nicht besiegt.
Uns bekommt er auch nicht. Arrogante Kreatur. Die werden auf der Stelle tot sein. Während wir die ganze Unendlichkeit erlangen. Raketenwerfer! Wieso kriege ich denn jetzt hier einen Raketenwerfer? Das ist echt ein bisschen unheimlich. Piep, piep. Ja, hier konnte die Flat sich aber auch schon austoben. Ja, teleportiere mich noch, damit ich den Schock meines Lebens kriege. Ja, super, aber bringt mir das? War das stabil? Die Sicherheitssysteme. Es höre, wer von Furcht ergriffen ist. Ich bin der Prophet der Wahrheit. Und ich habe keine. Alter, wir sind gleichzeitig draufgegangen. Ja. Weil ich meinen Raketenwerfer benutzt habe. Ach so, für die kleinen Viecher oder was? Ne, vor dir war doch ein Riesending. Ich bin der Prophet der Wahrheit. Der Prophet. Oh! Die mit ihrer Springerei war, das ist echt nicht mehr feierlich, so verrecke. Leute, Lippe. Hinter dir. Oh. So ist das. Bip, bip, bip. Wie entfernst du dich gerade von mir? Ich glaube aber nicht, dass wir hier hoch müssen. Wir müssen eigentlich, glaube ich, einfach nur den Weg weiter folgen. Komm wieder runter. Hui. Weil der Weg geht ja hier weiter. So, weiter geht's. Nee, scheinbar nicht. Das sind offenbar die Privaträume der Hierarchen. Ihr doch, doch. Oh. Ja, okay, stimmt. Hier müssen ja auch Leichen rumliegen. Na, wollen wir mal ein bisschen aufzufahren. Dum 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 dum. Hast du dein Blink? Ne, okay, alles cool. Was? Ne, ist alles cool. Ja, mein Mikro sendet. Aua! Alter, wie viel Damage? Oh, du hast einen Shotgun. Hast du dich versteckt, ne? Oh, da sehe ich schon Fähnchen. Captain Fenrichs! Immer weiter auf den Kopf, immer weiter auf den Kopf, immer weiter auf den Kopf. Herr Captain Fenrich, könntest du mal sterben, du hässliches Glückkot. Ich sehe nix. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, direkt hinter Captain Fenrich. Ach, mir ist noch so Flatten hinterher. Oh Gott, da kommen so viele Flatten auf. Der Schott ist echt super gegen die. Oh yeah. Wo sind die denn? Ich sehe keinen da.